Ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier zaubern kannst. Heute möchte ich euch mitnehmen beim Modellieren der Sommer-Badefiguren. Es soll einfach eine kleine Anleitung sein, wie ihr vorgehen könnt, um eine Figur zu gestalten. Wie du beim Modellieren sehen wirst, arbeitet man immer vom Groben, immer ins Feinere rein und es wird überall gleichzeitig gearbeitet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und am Schluss sehen wir uns nochmals.
Ich hoffe, du konntest etwas davon mitnehmen und dass du Lust darauf bekommst, dich mal an so Figuren auszuprobieren. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Meine Figuren sind nun am Trocknen. Es geht jetzt im Moment ein bisschen länger, bis die Figuren trocknen, weil es einfach ununterbrochen regnet. Und der Hund hier, den werde ich nochmals nachmodellieren. Das sieht eher ein bisschen aus wie ein Schweinchen. Den werde ich nochmals machen. Ansonsten finde ich, sind sie sehr lustig geworden. Es sind eher naive Figuren. Ja, und das soll ein bisschen auch ein kleiner Schalk dahinter sein. Das nächste Mal zeige ich euch, wie ich diese Figuren bemalen werde. Da auch immer die Fragen kommen, wie ich das bemale, da nehme ich euch das nächste Mal mit. Und nun für alle, die es interessiert, bekommt ihr noch ein bisschen einen Einblick in den letzten Wochenkurs. Es war eine traumhafte Woche, es waren ganz, ganz tolle Menschen da. Wir hatten riesig Spaß zusammen. Ja, und es gab tatsächlich am Schluss auch noch ein paar Tränen, die vergossen wurden. Und so entstehen immer wieder neue Freundschaften. Und das ist doch das wahre Glück im Leben, Freunde zu haben. Nun gut, ich würde sagen, das war's. Wenn du selber auch Interesse hast, an einem Kurs teilzunehmen, dann findest du das hier auf meiner Webseite. Ich habe sehr spontan noch jetzt im Oktober einen Wochenkurs auf die Webseite gestellt. Schau da mal vorbei. Es hat noch drei Plätze hat's noch. Und ich würde mich freuen, dich hier in meinem Kurs begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns vermutlich nächstes Wochenende wieder. Ich wünsche euch alles Liebe, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Danke viel, viel mal. Tschüss zusammen. Also die Woche war so super toll, die ist extrem schnell vergangen. Und ich denke, im Namen aller zu sprechen, wir haben so viel gelernt. Schön. Ich in erster Linie Geduld. Ja. Geduldig zu sein, der Umgang mit Farben, ja, und einfach mal losmachen und gucken, was passiert. Deine Mutter, einfach ein Traum. Wirklich. Konntest du in diesem Fall was lernen? Ja, absolut. Ich bin ja hergekommen, um so Vasen und Schalen zu formen, diese Dinge hier, und letztendlich habe ich dann mich sogar an Skulpturen getraut, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mache. Und es hat riesen Spaß gemacht. Wie hat es dir gefallen? Ich als Anfänger muss sagen, ich fand es sehr, sehr schön, dass man, also ich habe ja mit Pult überhaupt keine Erfahrung, also Anfänger, habe jetzt nicht wie die Gisela schon zu Hause da was gemacht, aber auch diese Vielfältigkeit von dem Pult, was man damit alles gestalten kann, ja, mhm. Und was ich auch sehr schön fand hier im Atelier, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sehr geborgen, wie zu Hause, und man hat so das Gefühl gehabt, dass man auch alles so benutzen darf in dem Atelier, also so ohne Hemmungen was kaputt zu machen oder so, ne? Und bei Fragen oder Hilfestellung war es ja immer da, also sehr geduldig. Und wenn man dann die Resultate sieht, die Objekte, ne? Also wir haben ja alle viel Sachen gestaltet, waren ja fleißig, und die Woche ist so schnell umgegangen, müsste eigentlich viel länger sein. Und ich habe ja das Buch auch noch nicht gehabt von dir, das habe ich mir ja auch zugelegt jetzt. Das sind ja schon mal so die Basics, aber die Feinheiten kann ich jedem nur empfehlen, einen Kurs mal zu machen. Weil das ist was ganz anderes, weil du hast ja Tipps und Tricks. Ich habe zu viel Pulp immer genommen, ne? Und du hast dann gesagt, lieber dünneren Schichten arbeiten. Und das lernt man halt nur vom
Profi sozusagen. Ja, ja, war sehr schön. Also vielen herzlichen Dank. Das Buch soll ja wirklich auch nur eine Basic sein, damit man mal starten kann. Und so ein bisschen reinkommt. Ja. Ja, schön. War wirklich tipptopp. Das war tipptopp. Ja, wirklich. Ja. Also, was Schönes geht schnell rum. Ja. Ist ja ein gutes Zeichen. Ja. Ist ja ein gutes Zeichen. Es sind immer ganz tolle Figuren. Darf ich die Lünchen mal in die Kamera? Ja, Lünchen in die Kamera. Das ist meine. Mein erster modellierter Kopf. Ja. Ist noch nicht ganz fertig, der kriegt noch so einen Turban. Soll eigentlich so ein Wüstenmensch sein. Ja? Aber ich hätte nicht gedacht, dass der so schön wird. Siehst du? Super! Sehr schöne Sache habt ihr gemacht. Ja, es wird jetzt ab morgen still im Haus. Nachmittag nichts, nichts getrunken, ja. Nichts gegessen, ja. Nur gepult. Genau. Kleinigkeiten, ne? Ist, ist der Pult zu feucht, ist er nicht fein genug oder so, das kriegt man alleine dann doch nicht so hin. Ne? Mhm. Mit Erfahrung vielleicht, aber da war man schon viel Erfahrung. Mhm. Man kann halt sehr viel Zeit einsparen. Das, was ich in 10 Jahren mir erarbeitet habe, kann ich euch dann halt wirklich gleich weitergeben. Dann braucht ihr nicht 10 Jahre zu pulten, bis ihr wisst. Und auch ich erlebe immer wieder Überraschungen mit der Pulte. Für mich war wirklich das Allerspannendste, erstens, dass man Gefäße formen kann. Zweitens, dass man mit Farbe so extrem viel rumexperimentieren kann, mit Dünnen, mit Schichten. Und ja, dass mir das Formen von Skulpturen sogar Spaß macht, wo ich so ein absoluter Kunstdegasthen. Ach, was? Quatsch! Sicher nicht. Hast tolle Sachen gemacht. Das hat so Spaß gemacht. Ja. Da ist man voll dabei. Ziemlich alle Themen da, ein bisschen, bis Knochenknacken und Yoga, Übungen und alles haben wir ein bisschen. Gesundheit. Also dieser Workshop, da nimmt man nicht nur das Pulten mit, sondern auch mal lernt fürs Leben. Ja. Gell, so die Gespräche und so waren gute Gespräche. Ja, absolut. Ja. Auch ein bisschen Traumbewältigung. Es stimmte einfach alles. Das war schön. Ja. Dann heißt es, einpacken, Abschied nehmen, ab in den Alltag. Mama. Und du bleibst du bist. Das ist ein wunderbarer Mensch. Oh, Also bei unserem Gespräch, ich habe ja viel zugehört, wie du mitbekommen hast. Ich bin ja nicht der große Redner. Ich habe sicherlich auch konträre Vorstellungen zu dem, was du gedacht hast. Aber bei dir war ich so begeistert, weil du alles unterlegt hast. Du hast dir über alles Gedanken gemacht. Du hast nie einfach irgendwas nachgequatscht, sondern es war wirklich deine Einstellung, dein. Ja, und die Eva ist so ein liebenswerter Mensch, einfach, sage ich jetzt mal so. Meistens, ja. Sag das meiner Mutter mal in die Kamera. Ja, aber es gibt manche Künstler, die sind so unnahbar. Gibt es ja manche, ne? Die so eher so reservierter sind, aber sie ist so in unserer Mitte. Also so, anders kann ich nicht beschreiben. Unser Atelierhund. Ja, die ganze Woche genervt hat. Und gefurzt. Genau. Und gefurzt. Ich habe gerade gedacht, auf wieder Drucker, oder was hast du gesagt? Nein, ich habe wieder.
Vielen Dank, liebe Eva. Es war so schön. Ich sag schön mit dir. Du hast ja gut unterhalten mit deiner Jasmin. Auf jeden Fall. Nicht fein. Nein. Sonst fein ich auch. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Workshop. Nun bin ich wieder allein. Ich bedanke mich.